Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt denkt ihr, was ist denn jetzt los? Warum redet die Deutsch? Wo ist die Gitarre und warum singt die nichts? Aber ich kann euch beruhigen, ich werde später noch singen. Und zwar bin ich heute mit Rob zusammen gebucht auf einer Trauung und da sollen wir einfach in der Kirche musikalisch ein bisschen untermalen. Und ganz, ganz früher, als ich noch jung war, da habe ich manchmal so Follow Me Around Videos gedreht für den YouTube-Channel. Dann habe ich es ganz lange, Entschuldigung, nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich heute gedacht, ich könnte doch eigentlich mal wieder damit anfangen. Denn ich kann ohne die Kamera nicht mehr leben. Als YouTuber muss man immer eine Kamera dabei haben, ja? Erstmal Haare kämmen ist wichtig. Auch YouTuber müssen sich die Haare kämmen. Während ich mich hier so fertig mache für den Auftritt, denke ich auch viel über das Leben nach und auch über das Leben auf YouTube. Und ich finde schon, dass das manchmal ziemlich krass ist, oder? Abgefahren. Und ich weiß auch nicht, was mit YouTube manchmal los ist. Ich habe gestern, war ich auf YouTube, dann habe ich gesehen, ich habe 690 Subscriber und eine halbe Stunde später hatte ich 675. Ich meine, mir egal, aber dann habe ich mir gedacht, wieso? Ich habe noch nicht mal was hochgeladen, was scheiße war. Keine Ahnung. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt ist die Frage, Lippenstift, ja oder nein? Was würde Kaya tun? Kennt ihr Kaya? Muss euch immer ein paar coole Channel empfehlen. Ja, Lippenstift ist drauf. Jetzt klopfen schon alle an die Tür. Ciao. Jetzt geht's gleich los. Ich nehme mir jetzt noch einen Kaffee mit. Ich brauche immer Kaffee. Und dann geht's los. 8 Songs müssen wir heute performen. Habe ich das schon erzählt? 8 Lieder. Das ist ganz schön viel, aber hey, kein Problem. Rob schreit, er braucht seine Brille. Ich weiß aber nicht, wo die sein soll. Und ich habe so lange keinen Auftritt mehr gehabt, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann das nicht schaffen. Ich habe die Brille nicht gefunden. Dann kriege ich gleich einen Spruch. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die Brille ist. Ich habe ja auch keine Brille. Ohne Brille sieht man nichts. Es geht los. Kurzer Zwischenstopp im Supermarkt, denn uns ist zeitnah eingefallen, dass wir noch Batterien brauchen. Jetzt müssen wir Batterien holen. Die Brille ist übrigens aufgetaucht. Die war auf der Nase. Wo gibt's Batterien? Hab sie. Einmal Doppel-A. Die ist schon kaputt. Hab ich das jetzt kaputt gemacht? Schon gute Qualität mitnehmen hier. Noch ein Bier? Könnte noch dauern. So, nach gefüllten 5 Stunden fertig. Und jetzt mal schnell, die warten schon auf mich. Alle warten. Ach, ist es nicht herrlich. Schönes Wetter, schöne Straße, schöne Autos, schöne Musik, leise Kinder und Erdnüsse. Ich möchte mit euch mal über ästhetische Fragen im Leben reden. Zum Beispiel, wie man einen Mundschutz trägt. Also soweit ich informiert bin, ist das ja normal, ne? Ich sehe aber auch immer wieder Leute, die tragen das so. Hatschi! Wo ich mich frage, was bringt das? Also wenn man schon tragen muss, dann vielleicht richtig. Manche, die dann sagen, das ist ja jetzt irgendwie auch ein Modeaccessoire geworden, die tragen die auch gerne so, zwischendurch dann. So, wie findet ihr das? Ist das schön? Ich weiß nicht. Sehe ich dauernd. Ja. Und dann gibt es auch Leute, die tragen das so. Hast du schon mal gesehen? So.
Und fehlen tun mir jetzt noch Leute, die es so tragen. Als Augenschutz auch. Oder man könnte es auch wahlweise auch als Headband. So. Sieht man so ein bisschen aus wie eine Krankenschwester. Yeah. Ja, das wollte ich euch mal fragen. Wie tragt ihr euren Mundschutz? Tragt ihr ihn richtig? Und eins habe ich noch vergessen, manche machen auch so, zwischenzeitlich. So, das ist jetzt die Location. Ich hatte jetzt ein bisschen was anderes erwartet, aber gehen wir einfach mal rein. Nicht vorschnell urteilen. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, es ist echt schön. Wow. Toll. Sieht gut aus. Was kennst du? Was ist? Wer ist das? Bischof Eugen von Matzenroth. Eine Treppe. Eine Treppe. Wir sind da. Das jetzt ist die Bühne. So, wir haben jetzt schon ein bisschen aufgebaut. Wir spielen hinter Gittern. Also man sieht uns dann nicht so richtig. Was gar nicht so schlecht ist. Hätte ich mir mein Make-up auch sparen können. Wir machen jetzt einen Soundcheck. Zündet überall. Jetzt geht's los.
Wasserfall an die Bank, bleibt beim Mädchen sitzen, weil er Angst hat. Dann ist er schon vorgekommen. Wie immer, so anderthalb, zwei Meter schon voneinander und nach links und rechts wieder zurückgehen. Und nicht vorbeidrehen, sondern nach rechts und links wieder zurückgehen. So. So, dann haben wir schön abziehen. War schön, hat alles gut geklappt und ja, jetzt sind wir auf dem Weg heim über Kopfsteinpflaster und jetzt machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp, weil wir kommen jetzt mit Eis, das muss schon auch mal sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Leben, schönen Sonntag, schönen Tag. Bis bald und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr öfter mal so Follow Me Around Videos sehen möchtet oder ob ihr sagt, das ist ja noch schlimmer als das, was die sowieso schon immer postet. Also sagt mal alle tschüss! Tschüss! Tschüss!